an alle, die später schalten, nicht erschrecken. Ihr seid immer noch beim Weekender. Meine Wenigkeit, Dr. Rolberg, live auf www.radioquintessenz.de. Heute ganz ungewohnte Klänge, passend zu einem ungewohnten Gast, Elementis Zone 42, live getestet, mit freundlicher Unterstützung von djcorner.de. Kann ich nur nochmal sagen, Jungs, Dankeschön. Danke, dass ich die Möglichkeit habe, das hier zu testen. Es macht einen heiden Spaß. So, gute Nachricht für die Minimalisten. Filtersektion wollte ich euch ausführlich demonstrieren. Habe ich, glaube ich, hiermit getan. Die Platte ist gleich aus. Dann steigen wir noch ein bisschen wieder auf die normale Musikum. Machen wieder ein bisschen was Ruhigeres, passend zum Sonntagabend. Ich will ja nicht, dass ihr bis morgen früh im Bett steht. Schon, ich erwähne es nochmal. Überragender Klang. So und nur so muss ein ordentliches Mischpult klingen. Kommt davon, vor lauter Brabbeln. Nein, das ist keine ruhige Musik. Aber wer zu viel am Mischpult spielt, kann sich nicht mehr auf die Musik konzentrieren. Natürlich sollte das Ganze entschieden ruhiger werden. So muss das klingen. Sonntagabend auf Radio Quintessenz. Ich kann es nur nochmal wiederholen.
kommt rein, kommt in den Chat auf www.radioquinnesens.de. Frag mich Löcher im Bauch. Ich bin mir sicher, ich habe vor lauter Begeisterung die Hälfte vergessen. Mindestens die Hälfte, denn dieser Mixer kann viel. Da fällt mir doch vielleicht noch ein sein. Guter Tipp für alle, die wirklich technikbegeistert sind, die die Feinheiten interessieren. Es gibt auch einen schriftlichen Testbericht nachzulesen auf www.dj-corner.de. Die Jungs haben, oder wir, halbwegs anständige DJs, haben für die Jungs von DJ Corner jede Menge Mixer unter die Lupe genommen. Lest nach Xone 42, Xone 32, Pioneer, DJM 800, DJM 700, Gemini, Newmark, Eckler, was das Herz begehrt. Also, wer sich in der Kaufentscheidung ein bisschen unsicher ist, kommt auf die Seite, schmökert rein, schmökert nach. Vielleicht können wir euch ja ein bisschen beraten, begeistern, wie auch immer. Für alle, die zu spät eingeschaltet haben und sich jetzt denken, Mist, ich wollte doch den ganzen Test sehen, schaut in ein, zwei, drei Tagen auf ebenfalls www.djcorner vorbei. Da gibt es natürlich auch den gesamten Testbericht zum Downloaden, zum nochmal in Ruhe anschauen. Thank you.